Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maverick und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial zum Thema Propellerheads Reason. Heute der Dr. Octorex im Überblick. Tja, der Dr. Octorex hat den Dr. Rex Loop Player, der seit äh, der Version 1.0 anwesend war, ersetzt und führt quasi seine Aufgaben fort. Nur eben, wie der Name schon sagt, nicht als einfacher Rex Loop Player, sondern eben als achtfacher Player. Deshalb auch der Name. Das Einzige, was ich vielleicht nicht erschließen mag, ist, woher er seinen Doktortitel hat, aber ich bin gespannt. Vielleicht findet der ein oder andere von euch eine kreative Antwort und lässt die mal als Kommentar unter dem Video da, woher denn er seinen Doktortitel hat. Okay. Ähm, der Dr. Octorex arbeitet eben mit einem speziellen Format, das Rex-Format. Es ist nichts weiter als ein in Slices umgewandelter Sound, ein, ein äh, audioclip und er wird eben aufgesplittet in sogenannte Slices. Und was damit alles geht, das werden wir uns im kommenden Tutorial mal angucken. Da werde ich euch eine Methode zeigen, wie ihr damit ganz kreativ Effekte nutzen und anwenden könnt und das eben ja, auf Basis dieser Slices passiert. Gut, aber soweit sind wir noch nicht. Wir wollen erstmal verstehen, kennenlernen, was dieses Teil hier eigentlich macht. Und damit legen wir mal direkt los. Also hier oben finden wir acht Bänke vor. Ja, und diese acht Bänke können jeweils einen einzigen äh, Loop aufnehmen. Und man kann aber auch ein gesamtes Patch hier oben laden, was dann im Idealfall auch aus acht Loops besteht, zwischen denen man eben hin und her wechseln kann. Ähm, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir uns einzelne Loops laden. Das können wir dann hier unten machen über diesen äh, öffnen Button. Und dann ziehe ich jetzt hier einfach mal zwei, drei Loops in die Slots rein, die dann stellvertretend für diese acht Platzhalter uns einfach mal dienen sollen. So. Nummer eins. Mal zwei und nehmen wir meinetwegen noch was aus dem Hip-Hop-Bereich. Okay, so ähm, hier oben angekommen haben wir die Möglichkeit wenn die Loops reingeladen sind, zwischen diesen Loops hin und her zu wechseln. Das kann äh, durchaus sehr sinnvoll sein, wenn man mit ähm, ja, verschiedenen Alternativaufnahmen zum Beispiel arbeitet, zwischen denen man hin und her wechselt. Oder eben auch, äh, wie in diesem Fall, dass wir hier unterschiedliche äh, Kits sozusagen haben, also Zusammenstellungen der... Ähm, der Samples, was wir nutzen können. Hier das Full Sample, was ich hier jeweils reingezogen habe, wird zum Beispiel in unserer Loop Supply getrennt in verschiedene Ausführungen, zum Beispiel äh, nur die Hi-Hat, nur die Top äh, Percussions und so weiter und so fort. Und da kann man dann eben auch durchwechseln und hat sozusagen dann verschiedene äh, Möglichkeiten hier seine seine Samples äh, zu nutzen. Dafür ist das unter anderem da und man kann eben zum Beispiel mit dem Mauszeiger hin und her wechseln zwischen diesen Drum Loops. So, und dann bekommen wir hier unten schon in dieser Anzeige angezeigt, welches Sample quasi vorliegt. Das sehen wir immer, wenn wir hier oben draufklicken. Warum das der Fall ist, da kommen wir noch zu. Und ich möchte euch zunächst erstmal zeigen, was es mit diesem Triggering Next Loop auf sich hat. Das ist nämlich entscheidend, wenn wir jetzt durch diese verschiedenen Loops wechseln. So, und standardmäßig ist, es geht immer vom Größten zum kleinsten sozusagen standardmäßiges takt eingewählt. das heißt also, dass der takt beendet werden muss bis dann eben das neue sample läuft. das mache ich euch einmal ganz kurz vor. ja, ihr seht, das dauert schon. Einen kleinen Augenblick, nämlich genau diese Taktlänge, bis dann Sample Nummer 2 oder Loop Nummer 2 geladen wird. Das können wir aber auch beat, also. Äh Takt, also schlagt, schlagmäßig basiert machen. Das hat dann was damit zu tun, was wir hier unten eingestellt haben. In dem Fall wird dann pro Viertel gewechselt, weil wir vier Viertel eingestellt haben, wird pro Viertel gewechselt und einmal noch kleiner als das Ganze ist dann das Sechzehntel, was wir als Wechsel eingeben können. Ich mache das mal beides zusammen und zeige euch das mal, indem ich hier durchklicke. Also erst bitte für Beat und dann einmal für das Sechzehntel. So und für 16. Geht also wahnsinnig schnell und eignet sich vom Spielen her. Also, wenn ihr das jetzt nicht wie ich mit dem Mauszeiger macht, sondern mit eurem. Controller Keyboard, dann werdet ihr sehen, dass das eben so mit den größten Reiz ausmacht, weil man direkt hin und her springen kann. Wobei man natürlich hier auch die Sicherheiten hat, dass das Ganze in Anführungsstrichen nicht aus dem Takt läuft, was, die, was den Wechsel angeht. Aber okay, ähm, lasst uns damit keine Zeit verschwenden. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, äh, natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel nur die Slices spielen. Das passiert, wenn ich jetzt einfach mal die Computer-Piano-Tastatur hier auswähle. Dann spielen wir die Slices der einzelnen ähm, Loops. Und ähm, einmal ganz kurz, dass ihr das seht. Und die werden dann pro Halbtonschritt immer äh, aufgelistet und vom tiefsten, äh, von der tiefsten Note an äh, dann verfügbar gemacht für die einzelnen Tasten eurer Tastatur. Und welches, äh, welchen Loop wir nehmen und aus welchem Loop wir unsere äh, Slices jetzt auswählen durch das händische Spielen, darüber entscheidet dieser kleine unscheinbare Punkt, der vor diesem äh, Sample-Button sozusagen zu sehen ist. Den können wir auch hiermit verändern mit diesem Drehregler. Und ich kann ihn jetzt zum Beispiel auf Loop Nummer 3 legen. Das heißt, ich könnte jetzt das Original Loop Nummer 1 abspielen und gleichzeitig unabhängig davon äh, Slices aus Loop 3 spielen. Ich äh, spiele jetzt mal das, äh, den Loop nicht ab, sondern zeige ich äh, euch einfach mal durchwechseln zwischen Slot 3 und 2, äh, dass das auch stimmt, was ich euch erzähle, dass wir mit diesem kleinen roten LED zwischen den ähm, Slice, ja wie soll ich sagen, ähm, Vorkommen hätte ich zwischen den Slice-Slots. Ja, zwischen denen können wir wechseln. So wollte ich sagen. Gut. Ja. Und Nummer 2. Und wieder Nummer 1. Okay. Ich weiß, klingt nicht super, aber es geht ja auch nur darum zu verstehen, wie dieses Gerät arbeitet. So. Dann können wir dann ähm, hier auf Run klicken. Wir können aber auch unten unser äh, Projekt starten. Das ist gekoppelt aneinander, weil hier oben Enable Loop Playback steht und dann wird unser Loop in Gänze auch abgespielt. Na und das können wir hier oben dann auch einrichten. Okay. Und dann haben wir ein Master Volume und haben die Möglichkeit hier den Global Transpose zu machen, das heißt, das Ganze eine Oktave nach oben oder nach unten zu shiften. Gut. Ja, und dann finden sich hier auf der linken Seite die beiden Klassiker Pitch, Band und Modulationsrad wieder, die dann eben hier unten nochmal ähm, Möglichkeiten bekommen. Mit denen wir dann hier arbeiten können. Oder zumindest in der, äh, in der Hauptsache ist das Modulationsrad, was dann hier unten eben äh, Aufgaben übertragen bekommen kann. So. Jetzt kommen wir in den wahrscheinlich spannendsten Teil. Äh, zunächst erstmal das Dr. Octorex. Das ist nämlich der Teil, der sich hier befindet. Diese Anzeige. Und wir haben hier jetzt die Möglichkeit, die äh, sogenannte Select slice bei MIDI Option zu aktivieren und das bedeutet, dass uns angezeigt wird, welches Slice gerade durch das Playback oder durch unser eigenes Spielen innerhalb äh, dieser Wellenanzeige hier äh, vollzogen wird und damit sehen wir dann eben auch, wie, das Loop wirklich ab, wie der Loop wirklich abgespielt wird. Schaut. Und damit haben wir dann eben eine Begleitung und können sozusagen gucken, an welcher Stelle wir uns befinden, welcher Slice in diesem Moment XY gerade ausgewählt wird. Dann haben wir hier oben einen Schalter für Follow Loop Playback, der ist aktiv und bedeutet, dass wenn ich hier oben ein neues ein Loop auswähle zum Abspielen, dass eben hier diese Anzeige dieser Auswahl folgt. Wenn ich das deaktiviere, seht ihr, tut sich hier unten nichts und da oben wird aber zum Playback ein anderes Loop ausgewählt. Erst wenn ich jetzt hier wieder auf Follow Loop Playback gehe, dann folgt diese Anzeige auch dem, was hier oben ausgewählt ist. Das ist sozusagen da die Verbindung. So, dann haben wir hier noch mal die Möglichkeit äh, zwischen der Anzeige der einzelnen Loops hin und her zu schalten. Äh, auch das ist noch mal möglich und wir haben die Möglichkeit direkt aus dem Gerät heraus das jeweils ausgewählte äh, Material den ausgewählten Loop direkt als Copy Loop to Track zu senden und das mache ich hier mal äh, für Loop Nummer 1 dann wird hier oben eine Automation angelegt sogar in diesem Sinne und dann finden wir unser gesampeltes äh, Material bzw. unseren Dr. Rex Uh, Sample, den finden wir hier jetzt wieder und zwar umgesetzt quasi als MIDI Noten. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspielen lasse, muss ich hier oben dieses Enable Playback deaktivieren, sonst haben wir eine Doppelung und einen ungewohnten, uh, ungewollten Phaserhaften Effekt. Und wenn wir hier reinschauen, dann zeigt sich das, was ich vorhin uh, zu euch gesagt habe, als ich meinte hier uh, die Slices werden jetzt pro Halbtonschritt an eure Tastatur gekoppelt, so sieht, seht ihr das jetzt auch. Da könnt ihr ganz genau sehen, alles klar, jedes einzelne Slice, aus wie vielen besteht denn eigentlich das gesamte Sample? In diesem Fall sind es 20 Slices. Die werden jetzt hier eben aufgefahren und das sieht dann am Ende immer so aus wie eine Treppe, weil wir ja die Zeitrelation und die Samplerelation sozusagen auf der X- und Y-Achse haben und durch die Verschiebung der Zeit ergibt sich dann eben eine solche Treppe. Das sieht dann aber auch bei jedem anderen äh, in ein Rex überführtes ähm, bei jedem, Moment, bei jedem anderen Clip, den ihr in ein Dr. Rex-Format überführt, wird es dann am Ende als Dr. Doctor X als Treppe eben abgebildet werden. Das wollte ich damit sagen. Okay. Schmeißen wir das hier wieder raus. Das war jetzt erstmal nur quasi vorbereitend für das kommende Tutorial. Das solltet ihr schon mal wissen. Das, was ich euch eben gerade gezeigt habe. Okay. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, eben hier durchzuwechseln, das hatten wir, diese äh, Dings-Copy-to-Track-Funktion ähm, und dann können wir noch äh, einen Transpose vornehmen, also keinen Global Transpose, sondern einen individuellen Transpose, wenn wir so wollen. Das können wir hier machen und dann sehen wir, welcher Grundton dann hier am kleinen äh, Piano, an einer kleinen Klaviatur ausgewählt wird, aber genauso gut können wir das auch mit dem Mauszeiger realisieren. Auch das gar kein Problem. Und dann haben wir noch ein individuelles Loop-Level, was wir dann auch pro Loop wieder setzen können. So, das ist quasi die eine Seite, äh, die Betrachtung und ja, das Pitching und das Überführen in den Sequencer, was wir hiermit machen können. Und die andere Seite ist das äh, Bearbeiten der einzelnen Slices. Und das Bearbeiten der einzelnen Slices, ähm, das funktioniert hier unten. Hier unten seht ihr auch direkt quasi unterhalb der Drehregler, welche Einstellung hier getroffen wird. Wir können einmal einen Slice auswählen. Dann springen wir hier durch, wie ihr seht, ähnlich wie das jetzt war mit der ähm, Punkt für Select MIDI ähm, Select Slice via MIDI. Ja, äh, so sieht das jetzt auch erstmal aus, wenn ich hier durchfahre, aber damit kann ich eben genau einen bestimmten Slice mehr rauspicken und dann eben folgende Einstellungen vornehmen. Einerseits kann ich jeden Slice beliebig in der Tonhöhe pitchen, andererseits kann ich für jeden Slice. Ein eigenes individuelles Panning vornehmen, ein Leveling vornehmen, ein Decay einrichten, das Ganze Reverse schalten, die Frequenz verändern, eine Alternativspielweise erstellen und einen Output festlegen. Gut. Das werde ich euch jetzt in Kürze zeigen und wie ihr diesen Slice Edit Modus aktiviert. Das ist ganz wichtig, das äh, müsst ihr nämlich wissen. Das tut ihr hier über diesen weißen Schalter. Den aktivieren wir jetzt mal und dann springen wir um in der Ansicht. Das seht ihr. Wir springen um und sind jetzt in der Lage, hier direkt unsere Veränderungen äh, durchzunehmen und können also jetzt unabhängig, das können wir hier machen. Ich kann jetzt zum Beispiel genauso gut sagen, ich wähle Slice 1 aus und möchte jetzt den Pitch verändern um minus 50. Das kann ich hier machen, aber ich sehe nicht wirklich, was passiert. Deshalb finde ich das immer schöner, über diesen Slice Edit-Modus zu machen. Dann wähle ich den Parameter aus, den ich verändern möchte und kann dann mit dem Mauszeiger diese Einzeichnung machen. Also beginnen wir mal mit der Tonhöhe. Das kann ich jetzt übergreifend machen. Das ist jetzt auch nochmal der Vorteil. Nicht nur pro einzelnen Slice, sondern ich kann jetzt hier wirklich übergreifend reingehen kann eine Art Verlauf einstellen. Das machen wir mal. Der sieht jetzt meinetwegen so aus. Und dann verändern wir mal die Tonhöhe äh, des gesamten Samples. Na, so. Okay. Ja, und das können wir mit den anderen Parametern jetzt ähnlich machen. Sorry, ganz kurz falsch geklickt. Also Panorama links, rechts. Ich weiß nicht, ob ähm, das jetzt hier voll in Stereo ausgegeben wird, was ich mache. Machen wir mal so ein bisschen was. Mal schauen, ob ihr es hört. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, solltet ihr das eigentlich hören. Okay, ähm, dann Pegel. Da können wir jetzt von leise nach laut einmal wandern. Auch das ist überhaupt kein Problem. Gut. Und Decay spare ich mir mal. Ich zeige euch noch mal ganz kurz äh, Reverse. Das macht immer Spaß, einfach nur so ein paar auszuwählen, so ein paar Scheibchen. Okay, und Frequenz meinetwegen noch. Gut. Und dann haben wir noch das äh, Alternative, äh, wenn ich jetzt hier, da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied in der Intensität. Ähm, und in der Auswahl selbst natürlich auch, je nachdem, wie intensiv das jetzt ist, also so weit nach oben ich gehe oder weiter nach unten, äh, umso mehr stark wird die alternative Spielweise hervorgehoben und so häufiger kann es eben auch sein, dass das Sample ausgewählt wird. Das kann man sich so im Groben erstmal vorstellen. Ja, entstehen wirklich sehr interessante Dinge hier mit. Und dann haben wir noch Output. Output landet am Ende hier. Da wollen wir im nächsten Tutorial auch ran. Ja, da können wir dann hier den Slice-Output nutzen und einzelne Slices durchschleusen. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, aber solange ihr diese Ausgänge hier hinten nicht nutzt, macht das Out nichts weiter, als dass es äh, das Ganze mutet. Auch das kann ein durchaus sinnvoller, in Anführungsstrichen, Effekt sein. Aber äh, schaut es euch erstmal an. Okay. Gut. Dann hätten wir jetzt quasi das Wichtigste in diesem Gerät äh, kennengelernt und alles andere, was jetzt hier auf der rechten Seite liegt, das war in jedem Fall so schon vorhanden im, mit dem ähm, Vorgänger, mit dem Dr. Rex. Ja, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Ich versuche das mal ganz grob äh, und schnell zu erklären, sodass wir jetzt hier nicht nochmal 10 Minuten für brauchen. Wir haben also einen Filter, den kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ganz klassische. Möglichkeiten, die wir hier ausstellen können. Und ich bringe jetzt mal die Filterfrequenz runter und erhöhe die Resonanz. Und ähm, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. So viel vielleicht ganz kurz dazu. Zu diesem Filter gehört eine Filterhüllkurve, der Anteil dieser Hüllkurve, die sich wirklich auf diesen Filter auswirkt. Die, dieser Anteil muss über diesen Amount-Regler festgelegt werden. Solange der auf 0 steht, wird die Filterhüllkurve keinen Einfluss nehmen. So viel ganz kurz dazu. Und ich zeige euch das jetzt mal gleich, indem ich den Einfluss auf 100 stelle, während das Ganze läuft. Und dann werde ich einfach nur die Attack-Zeit verändern. Und dann werdet ihr eben schon merken, inwieweit das Einwirkungen auf die Veränderung jetzt unseres Filters nimmt. So, seht ihr schon. Ich drehe mal Attack hoch. Und da oben tut sich nichts mehr, weil die Attackzeit dann einfach zu lang ist. Okay. So viel auch nur ganz kurz dazu. Also da ganz wichtig, den hier eben hochzubringen, wenn ihr wirklich den Filter damit beeinflussen äh, wollt. Das ist ein bisschen merkwürdig, gebe ich zu, es ist aber so. Und ähm, dann machen wir ganz kurz weiter, weil das direkt da anknüpft. Ich habe ja vom Modulationsrad gesprochen und dieses Modulationsrad kann jetzt die Aufgabe übernehmen, den Modulation, also die Filterfrequenz äh, zu beeinflussen, ebenso wie die Filterresonanz, also diese Resonanz, die Betonung der Eckfrequenz, die durch diesen Filter entsteht, die kann hier auch nochmal ähm, bearbeitet werden, so ebenso wie das Decay vom Filter. Ja, das äh, mit, dem, mit der Resonanz, das hören wir vielleicht noch so, mit dem Decade wird es ein bisschen eng. Hauptsache ist, ihr wisst, dass das Modulationsrad hier standardmäßig Anteil 32 hat und egal, ähm, ob äh, ihr wollt oder nicht, aber es ist jetzt schon in der Lage, wenn wir hier ein bisschen was ändern an Frequenz und Reson äh, Resonanz, dass jetzt eben hier schon eine schöne Möglichkeit mit dem ähm, Modulationsrad möglich ist, an den Filter ranzugehen. Hört mal. So, und dann kann ich natürlich die Resonanz hochbringen. Und dann gibt es natürlich. Ein schönes Sweepen, wenn wir diese Resonanzbetonung jetzt hier auch noch erhöhen. Das Ganze können wir aber auch äh, in den negativen Bereich bringen. Okay, wie gesagt, soll jetzt nicht zu so lange dauern. Wir sind jetzt schon bei 21 Minuten und dann haben wir noch einen Oszillator Pitch. Also einen richtigen Oszillator gibt es ja in diesem Sinne nicht, äh, aber stellen wir uns einfach mal äh, stellvertretend vor, dass OSC für Slices steht. <laughs> dann wäre das so kabeltechnisch wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser. Und damit können wir eben äh, auch nochmal den, den Hüllkurvenanteil unseres, also jetzt nur. Quasi äh, die Hüllkurve nutzen, die jetzt ohne Amount äh, nutzbar ist, das will ich damit zum Ausdruck bringen und können hier eben auch noch mal den, ähm, die Hüllkurve nutzen, um das Pitching sozusagen zu beeinflussen. Äh, dafür vielleicht auch noch mal ein Beispiel. Gesagt, da habt ihr dann auch gesehen, dass selbst wenn der Amount-Regler auf Null steht, dass sich hier was tut. Ja, dann könnt ihr das gesamte Paket noch um Oktaven verschieben, äh, also so wie das hier vorhin in der Global Transpose quasi war und das Ganze noch feintunen in der Feinabstimmung. Gut, dann hätten wir noch äh, eine Möglichkeit, die Anschlagsdynamik zu beeinflussen. Das ist dann entscheidend für das, was von außen kommt und eure Slices an hier könnt ihr wieder einen Bezug nehmen zur Filterhüllkurve ähm, und könnt eben ja da auch noch mal eine Verbindung herstellen. So viel ganz kurz dazu. Dann haben wir eine Möglichkeit hier unten die Pitchband Range, also die ähm, Bandbreite des Pitchbands, um zu justieren bis auf maximal 24 und die Ausgangspolyphonie des gesamten Gerätes einzustellen. Des Weiteren findet sich eine Hüllkurve für den Verstärker wieder. Und ein kleiner LFO, der auf die drei Parteien Oszillator, also sprich hier oben das äh, Filter und Panning einwirken kann. Auch das kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Ich stelle hier meinetwegen wieder äh, unsere Einstellungen ein, die wir eben hatten. Und dann muss ich nur noch den Amount-Regler hochbringen. Kann mich entscheiden, ob das Ganze synchronisiert zum Tempo verläuft und welche Wellenform für den Oszillator, also den niedrigfrequenten Oszillator, ähm, ähm also für den Niedrigfrequent-Oszillator, würde ich sagen, genau, <laughs> äh, dann zur Verfügung steht. Okay. Ich denke nicht sonderlich schwer, das zu verstehen. Gut, dann haben wir jetzt einmal dieses Gerät in Gänze kennengelernt und wissen soweit hoffentlich über jeden Schalter auf der Vorderseite Bescheid. Alles weitere folgt dann jetzt im nächsten Teil, wo es dann darum geht, Effekte. Und Slices oder wie auch immer ich den Teil nennen werde, das weiß ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall dann unser nächster Part werden. So, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, wenn irgendwas ist, ihr mich was wissen lassen sollt, bitte nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin schnell da, versuche innerhalb von 24 Stunden darauf zu antworten. Egal, ob das positive, negative Kritik ist, ob es eine Frage ist oder ein Vorschlag für ein neues Tutorial. Ich freue mich über alles, was ihr mir da lasst. Und am meisten freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Für euch natürlich auch den Vorteil, dass ihr keinen Teil mehr verpasst. So, wir sind am Ende für dieses Tutorial. Wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bleibt sauber. Euer Maverick.